Lieber Skorpion, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche, aber auch finanzielle Situation uns anschauen für den Monat Juli 2024. Bitte bedenke, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Was du aber machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an, ja? Weil die spielen auch eine große Rolle, die anderen Sternzeichen sozusagen. Und du bist ja nicht nur Skorpion, du hast auch andere Energien, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns die Situation an, lieber Skorpion, für Juli 2024. Kann ja auch gut sein, du befindest dich schon in dieser Situation. Ja, es kommt immer gut drauf an. Aha, okay, du musst jetzt hier ein bisschen auf die Seite legen. Solltest hier irgendwie sparen oder irgendwie etwas darauf sparen, dass du später dieses Geld brauchst für die Zukunft. Es kann ja gut sein für schlechte Tage. Es kann ja gut sein, dass du jetzt sagst, lieber Skorpion, ich habe irgendwie etwas vor. Ich möchte irgendwie etwas machen, ja. Und momentan habe ich jetzt mehr Ausgaben wie Einnahmen, ja. Kann aber auch gut möglich sein. Im Moment bekommst du sehr viel Geld. Im Moment ist die Lage sehr gut und du solltest dieses Geld gut einsparen, ja, weil später wird das Geld gebraucht. Das ist immer so, ne? Es gibt mal gute Tage, mal schlechte Tage. Es gibt mal Monate, an denen man auch mehrere Stunden macht. Ja, es kommt immer darauf an, wie ist dein Lohn? Bleibt er gleich oder bist du jemand, der sagt, und bei uns ist es so, momentan ist wenig Arbeit, also bekommen wir auch weniger Geld. Ja, also sowas in den Dreh rum, würde ich hier sagen. Okay, guck mal, du hast aber hier auch Glück. Nimm deine Chancen. Nimm die Chancen, die dir hier gegeben werden. Sehr schön. Aktuell hast du sehr viele Kapazitäten, sehr viele Angelegenheiten, ja, indem du auch dieses Geld sammeln kannst. Ich denke nicht, dass Geld einfach so vom Himmel fällt. Es ist klar, wir wissen, dass alles nichts fällt vom Himmel, sondern man muss sich das erarbeiten, heißt aber nicht hart. Ja, bitte prägen wir uns nicht Dinge ein, die nicht zu jedem gehören. Wir sollen nicht oder wir müssen nicht unbedingt das Geld hart erarbeiten. Es gibt Menschen, die bekommen das einfach so. Die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Es gibt Personen, die einfach einen normalen Job haben, die das sich verdienen. Es gibt Menschen, die sagen, okay, guck mal, durch jetzt Internet oder irgendwelche Investitionen komme ich leichter an das Geld ran. Jeder hat eine andere Mansion. Man kann nicht sagen, der andere ist besser wie der jetzt, wo nicht das Geld irgendwie hart arbeitet. Das hat damit nichts zu tun, ja? Also ich bin der Meinung, jeder kommt an das Geld ran, wie es auch die Seele vorbestimmt hat. Das ist klar. Und wenn es nicht so ist, wird deine Seele es dir bestimmt zeigen, ja? So, schauen wir mal, was hier passiert. Giudizio. Protezione delle forze divine. Rinascita, mutamento. Ja, jetzt wird sich hier etwas ändern oder hat sich, guck mal, ich kriege Gänsehaut. Wow. Hier hat sich etwas geändert. Hier wird sich etwas ändern. Du wirst hier beschützt. Du wirst hier, also die Karte hier vom Gericht ist eine sehr tolle Karte. Das ist wie wenn du jetzt gerade Schwierigkeiten hast, aber du solltest dir hier nicht so viele Sorgen machen, weil du bist jemand, der hier im Schutz ist. Das ist wie wenn die höhere Macht für dich eine Aufgabe hat, eine Mansion. Ja, wie gesagt, zwei großen Arkanen. Deine Seele hat eine Mansion und die Gesundheit spielt hier eine große Rolle. Ich weiß jetzt nicht, wie geht es dir gesundheitlich, lieber Skorpion? Hast du Schwierigkeiten? Sagst du selber, ich schaffe diesen Job nicht oder ich habe Komplikationen, ich sollte jetzt einen anderen Job. Das ist auf jeden Fall so, weil du hast ja irgendwo eine Karte, wo sagt, du kannst jetzt nicht mehr diesen Job ausüben. Hast du hier Mansion gewechselt? Willst du Mansion wechseln? Du wirst hier geholfen, du wirst hier eingeladen. Auch wenn jetzt hier Dokumente kommen sollten und die sind zu spät, die sind in ritardo. Dinge, die sich eigentlich jetzt schon manifestieren sollten, sind irgendwo zu spät. Es heißt aber nicht, dass es
jetzt irgendwie negativ gemeint ist. Nein. Also für den Monat Juli würde ich hier sagen, viele sollten sich umschauen. Bin ich an den richtigen Fleck? Mache ich das Richtige? Ist das, was ich will? Weil du solltest jetzt das machen, was eigentlich auf deinen Seelenweg ist. Ich weiß ja nicht, was du gerade beruflich machst, aber es sieht so aus, als würdest du Schwierigkeiten haben. Wie wenn sich irgendetwas stoppt, irgendwo klemmt. Das kann ja auch gut sein, irgendwie ein Dokument oder du hast eine Bewerbung abgeschickt und die Personen melden sich nicht und dann denkst du, oh Gott, die werden mich jetzt nicht nehmen. Ist aber nicht so, weil du bist nicht alleine, lieber Skorpion. Also für den Juli ist es wie wenn du wirklich das machen solltest, was du wirklich willst. Dein Traumjob, deine Mansion. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht schon dein Hobby nachgehst. Ja, dass du jetzt sagst, ich bin beruflich tätig, aber ich gehe auch mein Hobby nach. Und irgendwo bist du nicht mehr fähig, zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Wie wenn hier irgendetwas zu viel wäre. Vielleicht hast du auch zwei Jobs, lieber Skorpion. Entscheide dich für einen Job. Es ist zu viel momentan, ja. Es könnte aber auch gut sein, dass du einen zweiten Job möchtest, weil du sagst, das Geld reicht nicht. Mach das aber bitte nicht irgendwie, habe ich das Gefühl, dass du warten solltest, weil du bist nicht alleine. Die höhere Macht wird dich leiten, wird dir il necessario, das Wichtige geben. Wie wenn du, weißt du, wie wenn du sagst, guck mal, ich fahre jetzt ein Opel. Ja, aber ich möchte ein Audi. Was? Du weißt schon, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Ganz ehrlich, das ist die Marke. Ein Audi ist ein cooles Auto, ein schönes Auto, um Gottes Willen, sage ich ja auch. Ich finde auch Audis schön, aber heißt nicht, dass das Opel nicht weiterfahren kann oder genau dasselbe Mechanismus hat wie ein Audi. Ein Audi kann genauso gut fahren wie ein Opel. Ja, versteht ihr, was ich damit meine? Das ist wie wenn lieber Skorpion hier etwas auf dich zukommt, was in die Tiefe geht. Wie wenn da oben die höhere Macht warnt dich auch oder will nicht warnen in der Hinsicht, dass du jetzt denkst, oh mein Gott, ich muss mich erschrecken, ich muss Angst haben. Nein, 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 du wirst hier nicht bestraft. Bestraft wirst du nicht, du bestrafst dich selber, indem du den falschen Job machst oder in der falschen Situation bist. Sondern die höhere Macht will jetzt, dass du aufwachst, dass du hier erwachst, dass du die Situation so siehst. Weil du siehst sie hier nicht richtig. Du bist irgendwo an einer Situation, an dem du nicht deine Augen geöffnet hast. Und du solltest jetzt deine Augen öffnen. Vielleicht kann das auch gut sein, du bist krank. Du warst krank, du bist oft krank gewesen oder du wurdest oft krank geschrieben von deinem Arzt. Das könnte ja auch Schwierigkeiten bringen bei der Arbeit. Du sagst, ich bin jetzt gerade nicht topfit, aber es ist ein Zeichen. Es ist wie wenn die höhere Macht mit dir spricht. Lieber Skorpion, ich weiß nicht, was du beruflich machst, aber es wird mit dir gesprochen. Du solltest etwas ändern an deiner beruflichen Situation. Es ist Zeit. Mach das, was La Luce, das Licht für dich, also natürlich dein Sonnensternzeichen. Viele Menschen, die auch Skorpion, also das ist ja klar, Skorpion in der Sonne haben, das ist wie wenn sie oft sich häuten, oft quasi Mansion auch wechseln. Sie brauchen diesen Input. Zum Beispiel die Gesundheit spielt auch eine große Rolle, ja. Du siehst es durch die Gesundheit. Die Gesundheit sagt, okay, Katja, du schaffst das nicht mehr. Ne? Ich nehme jetzt mein Beispiel. Ich habe ja auch zum Beispiel Pluto in Skorpion. Und das bedeutet für mich oft, dass ich diesen Drang habe, wenn es mir nicht mehr passt oder wenn ich nicht mehr agiere, wenn ich stillstehe. Dann schaltet sich die höhere Macht. Und was macht sie? Sie zeigt es mir durch die Gesundheit. Verstehst du das? Also es kann gut sein, du ernährst dich vielleicht nicht richtig oder du machst etwas, was nicht korrekt ist. Aber hier habe ich eher das Gefühl, beruflich ist es. Ich weiß nicht, wo du gerade bist oder wenn du zu viel hast. Es kann ja auch gut sein, du hast zu viel Stress. Du hast zu viel Arbeit. Was du jetzt auch mal brauchst, ist eine Auszeit. Gönn dir mal eine Auszeit, würde ich hier auch sagen, ja, lieber Skorpion. Arbeitest du zu viel?
Du bist hier irgendwie mit deiner Familie sehr beschäftigt. Kann gut sein, das ist ein Familienbetrieb. Arbeitest du mit deinen Eltern? Bist du unter einem Mann oder könnte auch gut sein, dass du jemanden hast, der dir dabei behilflich sein kann, dass du jetzt sagst, guck mal, mein Vater oder mein Opa, könnte auch ein Opa sein, ein Großonkel, könnte mir jetzt dabei helfen, aus der Situation rauszukommen. Also durch deine Familie, ich weiß nicht, ein älterer Bruder, könntest du vielleicht auch die Mansion wechseln? Oder es kann auch gut sein, dass es ein Familienbetrieb ist, aber dass du jetzt eine Hilfe bekommst von dieser König der Stäbe. Jemand, der dir wirklich Unterstützung geben kann in dieser Situation. Also ich denke, lieber Skorpion, du hast irgendwo Schwierigkeiten, ja? Und du machst gerade nicht hundertprozentig das, was auf dein Seelenweg ist. Wie wenn du, vielleicht machst du zu viel. Ja, oder du willst helfen im Familienbetrieb. Vielleicht ist es auch so, jemand hat ein Restaurant, irgendetwas, irgendetwas und du hilfst aus. Du machst deinen Job und dann gehst du später zu Mama, Papa, hilfst mit im Laden. Kann ja auch gut sein, Einkaufsladen, irgendetwas. Und das ist einfach zu viel. Hüte dich davor, lieber Skorpion. Klar, natürlich willst du Geld sparen. Du willst sparen, du solltest sparen, auch für schlechte Tage. Aber übertreiben musst du auch nicht, weil du hast, quello che ti serve, das, was du brauchst, wird dir auch gegeben. Das Universum stellt es dir zur Verfügung. Das ist etwas Schönes, ja. Geht nicht jedem so. Geht nicht jedem so, ja. Wenn das Universum uns hilft, das ist immer etwas Schönes. Du hast ein Auto, weil du ein Auto brauchst. Du hast ein Dach übers Kopf, weil du dieses Dach brauchst. Du hast Geld, um zu einkaufen, um dich zu ernähren. Verstehst du das? Manchmal wollen wir ganz viel und wir sind auch in einer Zeit, das ist wirklich so, wir sind in einer Zeit, in der wir zu viel haben. Alles ist zu viel. Alles. Zum Beispiel, jetzt, ich merke das auch manchmal bei mir. Also ich gebe immer euch die Beispiele an mir. Das ist das erste Beispiel. Ich bin auch jemand, der eher tendiert, mehr auszugeben. Ja, lieber Skorpion. Und gestern zum Beispiel habe ich eine Kerzenständer gesehen. Habe ich mir gedacht, brauche ich das jetzt wirklich? In dem Moment habe ich das in der Hand gehabt. Aber dann habe ich reflektiert. Wirklich, da habe ich jetzt wirklich dieses Präsentsein genutzt und habe wirklich gesagt, in mir drin, in meinem Herzen, brauche ich das wirklich? Die Antwort war nein. Ich brauche das nicht. Verstehst du, was ich meine? Also ich bringe immer die Beispiele an mir. Verstehst du, dass keiner ist ein Engel, keiner ist perfekt. Nobody ist perfekt. Jeder von uns hat gute Seiten und schlechte Seiten. Und manchmal benimmt man sich vielleicht nicht korrekt gegenüber der Seele. Die Seele will etwas und du willst etwas anderes als Persönlichkeit. Wenn du jetzt sagst, ich liebe das Geld. Ich liebe Geld, ich brauche das Geld, aber deine Seele braucht das nicht. Deine Seele will nicht das experimentieren. Deine Seele will was ganz anderes. Dann wirst du dich trennen müssen von diesen Dingen, ja? Also, lieber Skorpion, für dich Juli wird ein Monat sein, in dem du wahrscheinlich dir eine Auszeit gönnen sollst oder auch verstehen sollst, was will ich denn wirklich? Was gehört zu mir und was gehört nicht beruflich, ja? Oder auch hier, wie gesagt, das Geld nutzen, um andere Dinge zu machen. Ich denke vielleicht ja auch ein Projekt, den du später realisieren willst. Ja, das könnte ja auch gut sein. Okay, lieber Skorpion, das war hier deine Legung. Wenn du resoniert hast mit der Legung, freue ich mich wirklich über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, lieber Skorpion. Mach's gut, ja? Ciao!